Oh Gott, meine Energie ist gleich weg. Aber seine auch, das ist gut. Und sein Leben auch bald. Seid gegrüßt und willkommen zur 22. Episode meiner Punch Club Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir sind wieder in einem neuen Ligakampf, diesmal gegen Gordon. Hat man nicht schon mal gegen ihn gekämpft? Ja, ne? Er hat halt unaufhaltsam die Techniker, heißt es hier. Er trifft besser als wir, regeneriert schlechter als wir, hat weniger Abwehr, aber könnte es natürlich gut umhauen. Mal gucken, was passiert. Und halt dieses neue Dings drin, diesen unaufhaltsamen, diesen Gegenangriff. Das sieht doch ganz okay aus, oder? Oh, er trifft aber auch ganz gut. Oh, wir treffen aber super. Wow, das wäre echt gut. Das war wahrscheinlich durch diesen Gegenangriff, dass jeder ausgewichene Angriff dem Gegner 40% des Schadens zufügt, wenn es aktiviert ist. Ist die Frage, was heißt aktiviert, wenn es gerade an ist, oder was? Oh, oh. Ist doch nicht ganz so einfach, dieser Kampf. Oh, du musst ausweichen. Weich doch besser aus. Oha, scheiße, das war kacke. Oh Mann. Das war gut, das war gut. Ah, noch besser, komm. Ja, jo, gute Kombo, sehr gut. Perfekt ausgeführt. Hoffentlich gehen die Wunden nicht wieder auf. $60 gibt es mittlerweile. Oh, 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 die schmeißt ja mit Geld um sich. Okay, ich bin wieder aufgestiegen in der Liga. Steht mein Name jetzt hier drin? Nö, immer noch nicht. Oh, nehmen wir den Ultimate-Kampf da unten auch an, oder nicht? 135 von 300 Punkten. Hier siehst du wieder nicht. Ausdauerkämpfe, yo. Ausdauerkämpfe, weil halt zwei Gegner da sind, ihr lustigen Leute. Nee, wir müssen erstmal einkaufen, dann essen, trainieren, schlafen. So. Erstmal genug eingekauft. Ich kann noch arbeiten. Ha. Da kommt ja auch gleich ganz schnell Geld rein. Genau. Wir arbeiten noch mal länger. Oh nee, wir müssen trainieren. Geht so nicht. Wir fahren mal mit dem Boss. So, essen. Ausruhen. Na, heute ist Anmeldung letzter Tag. Ist mir egal. Wir überspringen, glaube ich, einmal. Ah, wir dürfen nicht überspringen. Wir müssen weiterkämpfen. Hm. Okay, mein Trainings-Debuff geht ja auch bald weg. Dann können wir doch wieder ganz gut trainieren. Ich muss wieder die Ausdauer und die Stärke hochkriegen. Erst die Ausdauer hier auf dem Laufband. Oh Gott, es wird viel stärker aufgebaut werden müssen. Oh Mann. Okay, morgen wird der Kampf sein, der nächste, denke ich. Das heißt, wir müssen schon mehr Ausdauer aufbauen. Oh, das geht nicht mehr weiter. Dann machen wir das gleich hier auf dem Teppich mit der Ausdauer. Dann erstmal die Stärke wieder hochpumpen. Sonst ist kein Bums dahinter, wenn wir treffen. Ich komme einfach nicht dazu, mein Geschick hochzukriegen. Ich denke auch, ich werde die anderen Talentbaumdinger ausbauen. Aber es geht da auch nicht weiter. Oh, das zieht sich aber echt mit der Ausdauer. Hätte ich nicht erwartet, dass es so langsam hochgeht. Aber du musst trainieren, Typ. Sonst verlierst du wieder zu viel. Da haben wir jetzt genug ausgebaut, denke ich. Da können wir es auch bis zum Ende des Tages was machen. Dann essen, ausruhen, Geld verdienen. Gut, das dürfte reichen. Da. Gut, Pizza macht ja glücklich, ganz vergessen. Oh, beides runtergegangen, ich glaub's nicht. Und heute ist wieder ein Kampf. Kacke, also noch nicht arbeiten gehen. Verstanden. Oh, oh, oh. Aber wir können ja ganz gut hier trainieren. Oder die Punkte wieder hochkriegen.
Los, noch ein bisschen, Und wir brauchen auch noch etwas Arbeitskraft, also Energie und Essen. Gut, haben wir hochbekommen. Ich hoffe auch, das reicht. Ach komm, wir lassen die Stärke mal höher gehen. Die Ausdauer auch. Wo mir das für den Kampf jetzt nichts bringt. Aber ich habe halt Angst, dass ich dann irgendwie wieder verletzt bin und dann schlechter trainieren kann. Oh, Punkte sind nicht mehr so gut. Gut, dann kämpfen wir. Derzeitiger Rang 3. Okay, Mr. Kekuse, der war doch mal auf Platz 1. Er hat unendliche Energie. Hast du weniger als 20% Energie? Kostet all deine Talente 70% weniger Energie. Ach du Scheiße. Rückhandschlag, Powerblock. Irgendwas mit Blocken. Blitzschlag. Ich hatte doch was gegen Blocken. Blocken, nee. Wo war das denn? Scharfer Stich, dann geht ein Block 40% weniger, wenn aktiviert. Nee. Durchdringer für deine Schläge kommen bis zu 40% der ausdauerbedingten Verteidigung deines Gegners ignorieren, wenn aktiviert. Das klingt jetzt nicht so sinnvoll. Ich dachte echt, das hier macht irgendwas, wenn der Gegner blockt. Gegenangriff, Ausrichtangriff für den Gegner, das Run zu, wenn aktiviert. Oder lasse ich das doch drin? Ich lasse es drin. Gucken, wie er so drauf ist. Das Problem wird echt sein, wenn er 20 Energie hat, dass er dann richtig raushaut alles. Was macht das hier nochmal? Hallo? Das wird ein harter Kampf. Was macht das hier nochmal? Raubt dem Gegner 30%. Alter. Oh Mann, ey. Stärke erhöht sich. Kräftiger Schlag, viel und tut weh, yo. Oh Mann. Unsere Energie ist gleich weg. Und seine wird zum Glück oben, was eigentlich auch scheiße ist. Für uns. Oh Mann. Oh fuck. Nehme ich vielleicht doch das hier mit dem schlechter Blocken von dem Gegner? Ja, nehmen wir das mal. Das scheint irgendwie zu funktionieren. Oh fuck. Das war gut. Oh Gott, das wird ein knapper Kampf werden. Oh oh, er wird verlieren. Okay. Damit muss man auch leben. Oh scheiße. Alter, haut er rein. Jo. 19 AP hat er noch gehabt. Kacke. Jo, und gibt auch kein Geld, wenn man verliert. Super. Warum nicht? Nehme ich hier noch was? Ich hätte Dings hier nicht nehmen sollen. Bin ich gerade grundlegend Talent? Ich hätte das hier doch nicht nehmen sollen. So, Angriff oder Springen, nee, Rückhandschlag. Wo war denn hier? So, gut. Wiegt es sie? Ich wollte. Motivation, wenn er den First. Nee, Cross. Wo ist denn? Fall nicht hin. Geschick nicht unter 4, genau. Ausdauer sinkt nicht unter 4. Kraft sinkt nicht unter 4. Das brauche ich noch. Und hier war ja rote Turm. Nee, wo ist denn? Achso, das war dann in dem hier drin, dass es nicht unter 8 sinken kann, genau. Wie mache ich das am schlauesten? So, den Weg der Schildkröte. Oh, das ist so viel. Gut, wir müssen hier irgendwie weiterkommen. Okay, fall nicht hin. Haben wir Geschick, sinkt nicht unter 4. Ausdauer. Wir müssen hier mit der Ausdauer weitermachen. Gute Schuhe und dann Weg der Schildkröte. Ja, Rückhandschlag kostet viel und tut weh. Ja, nehmen wir. Dann nehmen wir das als nächstes und dann Weg der Schildkröte. Dann gehen wir hier rein. Bärenumarmung, genau. Ich will halt das hier haben. Haben wir noch viel vor uns. Kamikaze, deine Chance zu blocken oder auszuweichen sind geringer, aber alle Angriffe kosten die 30% weniger Energie. Kopfnuss. Schwierig. Aber noch nicht mein Problem. Melde ich mich an? Nö. Ich muss erstmal trainieren. Oder arbeiten. Oder einkaufen. Einkaufen. Oh Mann. Oh, kein Fleisch mehr. What the fuck? Warum habe ich kein... Ach ja, ich habe es aufgegessen.
Gut, wir müssen wohl doch wieder arbeiten gehen, aber das machen wir hier. Da, da, Pizza liefern. Oh, Tag vorbei. Aber wir sind noch oben geblieben. Was erfreulich ist. Gut, dann fragen wir mal hier nach Pizza Special. Den Text kennen wir ja, wir wollen halt nur in die Kanalisation und die Pizza abliefern und da unten kämpfen. Ja, will ich probieren, danke. Ach, danke, nett. Oh, ein spezieller Lieferauftrag für mich, was das wohl sein wird. Hey, deine Pizza, meine Rache. Komm her, Mark, und vergiss nicht deinen Zahnstocher. Mark. Oh, der hat eine höhere Regeneration und bessere Verteidigung. Kacke. Ich glaube, wir schaffen das immer noch nicht. Schaden. Was blockt er? Er blockt, ne? Genau, blocken und ausweichen. Wir gucken, ob es klappt. Warte, wir haben Ausweichen. Hunter's Kick und den Karate-Tritt. Ja, wir versuchen es mal. Oh, das sieht gut aus. Okay, ausgeglichen wieder. Obwohl, oh, das sieht besser aus. Oder, oh, das mit dem Stock irritiert mich. Warum hatte ich nur 109? Oh, ja, ich war ja angeschlagen noch vom Kampf. Kacke, ich hätte mein HP erstmal aufladen sollen. Scheiße. Ja, aber ich sehe ja gleich, ob ich haushoch verliere von den HP her oder nicht. Aber es sieht aus, als wenn das eh nichts geholfen hätte, wenn ich mehr HP gehabt hätte. Nehmen das mal eben raus, nehmen wir wieder, wo ist denn das? Nee, das hier rein. Nö, das wird nichts. Auch mit 50 mehr HP wahrscheinlich nichts. Wobei, dann wären wir schon fast gleich auf mit ihm gewesen. Ich werde mich später rächen. Oh. Ich glaube auch leider, dass es irgendwie kein Geld dafür gibt. Nö. Anmelden? Ah, eher nicht. Rang 3, Salvador Punches. Oh Gott. Kontrollierte wurde das 30. Ja, toll. Steigt den Geschick um 30%. Wow. Nee. Aber Pizza kaufen kann ich. Da, da. Wir können auch mal wieder zu Roy gehen. Hey, Roy. Können ihm ja irgendwie helfen. Bam. Das soll ja auch irgendwas bringen. Nur habe ich keine Ahnung, was. Ich hoffe, irgendwelche super Vorteile. Wie lange muss ich das machen? Wovon bringt mir das keine Punkte? Ah, ich mag sowas nicht. Nee, zu ihr will ich irgendwie gerade nicht. Entspann dich mit Roy, geh zu Buffern. Trainieren. Ah, es geht ja nicht, weil ich das hier erst fertig machen soll. Ja, komm, mit einem Partner trainieren ist viel effektiver. Du brauchst Balance in deinem Leben. Komm, setz dich zu mir, schreib den Bio und redest vom Training. Komm für runter. Ja, ruhen uns einfach mal aus. Nee. Danke, Roy. Tschö, Roy. Blöder Penner. Wir trainieren dann doch lieber alles. Damit Stärke und Ausdauer nicht zu weit runterfallen, damit wir es nicht wieder hochbauen müssen. Wobei, ich muss die beiden echt höher kriegen. Also Stärke werde ich jetzt erstmal verstärkt trainieren. Oh, was ein Wortspiel. Jo, er hat Hunger, aber ich habe schon rechtzeitig zur Tür geklickt. Na, können direkt zweimal Fleisch essen, denke ich. Ja. Und direkt weiter trainieren. Mit Stärke. Also an der Stärke weiter trainieren natürlich. Pushen, pushen, pushen. Ende von Tag 247. Müssen wir bald auch wieder einen Kampf anmelden. Sonst ist er halt wieder traurig. Der kleine Boxer. Ausdauer wieder etwas höher machen. Da, da, da. Aber ich glaube, mit der Stärke, das sieht ganz gut aus, dass wir die wieder hochkriegen. Also höher als 6. Okay, das reicht erstmal. Wird aber bis hier schon wieder weggehen am nächsten Tag, denke ich.
Ja, essen wir das Fleisch, ruhen uns aus. Danach müssen wir wieder arbeiten gehen. Oben würde ich auch sagen. An der Baustelle, damit wir wieder mehr Geld reinkriegen. Solange wir noch glücklich sind. Und dann bauen wir auch etwas Stärke und Ausdauer noch auf. Aber eher Stärke als Ausdauer. Und wieder alles weg davon. Lohnt sich die Pizza? Nee, lohnt sich nicht. Auf zur Arbeit. Eben gucken, was für einen Kampf wir haben. Oder auch nicht. Da, 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 da. Oh, das macht so viel wenig Ausdauer und Stärke, das Arbeiten hier. Schon traurig. Da, da. Okay, hätte ich mir sparen können, die Pizza zu holen. Ich habe noch genug Pizza. Da, da. Anmelden ist heute, nö. Nö, nö, nö. Oh, die Ausdauer ist doch weiter runter. Ah, nee, schon zwei Tage vorbei. Ich habe ja doppelt gearbeitet. Nicht aufgepasst. Upsi. Jetzt kannst du hier erstmal wieder die Stärke richtig hochpumpen. Und es gibt nur noch schlechte Punkte dafür. Das wird noch so lange dauern. Wir trainieren einfach den ganzen Tag durch. Da, da, da. Und dann müssen wir auch wieder essen. Gut, beides oben geblieben. Was kein Wunder ist bei so viel Stärke. Ach komm, noch eine Pizza, glaube ich. Ja, passt. Ach ja, den Koffer wollte ich auch wieder anklicken. Gehen auch mal wieder hier dran. Bisschen glücklich machen. Essen verbrauchen. Energie verbrauchen. Und jetzt zum Koffer. Was haben wir denn hier? Da ist was beim Camp. Wir locken sie heute noch in einen Hinterhalt und erwischen diesen Lumpen in Flagranti. Diese Lumpen. Wir könnten Hilfe von einem starken Kerl mit Maske gebrauchen. Ich bin die dunkle Forst und ich will euch helfen. Toll, Bobo und ich verstecken uns bei diesen Kisten. Du bleibst hier und passt auf die Hunnis auf. Du hörst Geräusche und Stöhnen auf der Wohnwagensiedlung. Wow, diese Masken sehen ja wirklich echt aus. Oh oh. Grrr, ich will bellendes Ding. Ich bin die dunkle Faust. Lass diese Hunde in Ruhe. Mini-Hunde, ey. Beasteady. Also quasi wie Rocksteady. Und Bebop von den Teenage Mutant Ninja Turtles. Oh, diese Mauer. Gut geblockt. Die Wahrscheinlichkeit des Angriffs. Wir kämpfen einfach mal so. Oh, er trifft es. Oh ja, wir vermöbeln ihn. Das ist gut. Die dunkle Faust. Wieder in Action. Oha. Geht so, ne? Was ist das denn? Erschöpfer, schlag mit all deinen Schlägen verursachen der Energie deines Gegners mehr Schaden, wenn aktiviert. Ja, geil. Darauf trinke ich nochmal einen Schluck. Oh Gott, meine Energie ist gleich weg. Aber seine auch, das ist gut. Und sein Leben auch bald. Ja. Diese Runde schaffen wir es sehr wahrscheinlich. Ja, das sieht gut aus. Super. Was passiert jetzt? Du gewinnst. 3 Punkte, minus 1 Leben. Okay, und weiter. Diese Typen waren ziemlich zäh.
Ich hoffe, sie kommen nicht zurück. Danke, hoffentlich sind unsere Hunnis jetzt in Sicherheit. Ja, hoffe ich doch mal, diese kleinen süßen Hündchen. Und jetzt muss ich diesen schlammigen Schleim abwischen. Okay, Schleim, interessant. Wie finden wir dich, wenn die Räuber zurückkommen? Ich wohne neben... kennst du den Wolkenkratzer in der Stadt? Da ist ein Scheinwerfer auf dem Dach. Wenn du ihn anstellst, weiß ich, dass jemand meine Hilfe benötigt. Okay, viel Glück, dunkle Faust. Oh Mann. Was ein Quatsch. Was haben wir denn noch hier verlassen? Halle, Sportgeschäft, Mixbüro, Bar. Oder wir trainieren einfach wieder weiter zu Hause. Nachdem wir Fleisch gekauft haben. Und natürlich eine neue Pizza. Ach, wir arbeiten dann noch eine Runde. Müssen wir wieder Geld ran schaffen hier. Und wir hätten trainieren sollen. Also nur einmal arbeiten jetzt. Warum ist er nicht glücklich? Er hat doch gerade gekämpft. Und nicht ins Café. Nee. Dahin. Einkaufen. Und Kacke. Oh. Das Telefon hat nie doch am Anfang. Hallo? Ich weiß, dass es manchmal hart ist, Junge. Wenn du denkst, es sei alles zu schwierig, dann ändere was in deinem Leben. Was meinst du, Frank? Ich meine, dass dein Training dich vielleicht nicht weiterbringt oder dass du nicht genug Zeit hast, um Geld zu verdienen. Ändere deine Routine, arbeite eine Extraschicht oder stemme mehr Eisen. Manchmal ist es schwer, die richtige Balance zu finden. Ich weiß, Junge, du schaffst das schon, keine Sorge. Danke, Frank. Echt danke, Frank. So, essen und trainieren. Ausdauer. Da. Das war zu viel Ausdauer. Keine guten Punkte mehr. Ach jo, nehme ich jetzt den Kampf noch an? Oder warte ich, bis ich 7 Stärke habe? Eigentlich keine Lust, mich wieder vermöbeln zu lassen. Nee, wir nehmen den nicht an. Wir trainieren lieber, arbeiten dann wieder eine Runde. Und gucken dann, dass wir das Ding für Geschicklichkeit mal bald kaufen. Anmeldung nehme ich dann auch nicht an. Da. Hallo, geh mal da ran. Oh, die Punkte sind schon angebrochen. Nicht gut, dann ruhe ich mal aus. Oder nehme ich vielleicht doch an? Ach komm, wir nehmen an. Wir müssen es versuchen. Kurz ausruhen. Gut, dass er dadurch auch etwas Glücklichkeit gewinnt. Oder Stimmung, wie das hier heißt. Auch wenn es mir hier nicht angezeigt wird. Da. Oh, das wird wieder so weit runtergehen. Das ist so dumm. Oh, es geht eigentlich. Okay, mach weiter. Hör auf, geh hier ran. Vielleicht können wir uns dann das Laufband sparen. Wobei, das können wir uns nicht sparen. Wir müssen hier dann dran, damit dann hier dieser Zyklus wieder quasi zurückgesetzt wird. Und nicht hier wieder an der Hantelbank wieder trainieren kann. Oha, die Liegestütze bringen aber schon was gerade. Also für die Stärke. Ach, nächster Kampf morgen erst. Sehr gut. Ja, lauf weiter. Nicht stehen bleiben. Das schaffst du. Pumpen. Du
gut, das jetzt noch ausbauen, damit es am nächsten Tag nicht wieder unten ist. Oder vielleicht so hochbauen, wie es nur geht. Vielleicht doch nochmal hier dran. Oder hier drauf, eher gesagt. Okay, jetzt müssen wir aber hier wieder arbeiten gehen. Oder essen erstmal. Oh, oh, was ist jetzt los? Oh, Mann. Warum jetzt? Oh, bei Roys Haus. Kacke. Was ist da los? Roy, mein ich bin die dunkle Faust. Wer braucht meine Hilfe? Ich, ein paar Gauner haben mir mein Auto geklaut. Was wollen die bloß mit einem Auto ohne Motor? Oh, fuck. Wo ist der Wagen hin? Sie müssen sehr stark sein. Sie haben es hier rausgerollt und vergessen, die Handbremse zu lösen. Woher weiß er das? Ja, diese Typen mit den Tiermasken sind unglaublich stark. Vergiss es. Ich und mein Kumpel werden sie schon erwischen. Er meint mich, oder? Keine Sorge, überlass das der dunklen Faust. What? Hä? Was? Wie? Und hä? Ich check's nicht. Hä? Was? Okay, wir gehen mal arbeiten. Ich hätte mit dem Bus fahren sollen. Ich vergesse es jedes Mal. Ultimate Fight heute. Aber ich muss auch meinen Kampf bestreiten. Ich hab genug Geld erstmal. Aber ich... Nein, wir fahren mit dem Bus. Jetzt kann ich wieder zweimal Dings und einmal Bums kaufen. Tiefkühlpizza, genau. Und Steaks. Kein Busgeld. Oh, was denn jetzt wieder? Meine Fresse. Nö. Ach, ich kann nur da dran. Ja, toll. Ach, Hochhaus. Ja, toll. Okay, hier war ich noch nie. Hey, wir haben unser Camp geputzt. Und anscheinend hat einer dieser Tiertypen diesen Zettel verloren. Okay, hier eine Laserpistole und Brücke. Und Brücke gleich kaputt. Okay. Sieht aus wie gekritzelt. Vielleicht hilft es dir weiter. Sieht aus wie ein Laser. Ich glaube, ich kenne den Ort. Hey du, gib den Laser zurück. Und das Katzenfutter und die Kisten, die Hunde, Roys Auto, ihr Schweine. Grrr, nein, verhauen, jetzt. Rockbob. Okay. Er trifft besser als ich. Genauso, oh, der hat alles besser oder gleich. Und er hat viele Vorteile. Das ist ein schwerer Kampf, oder wird ein schwerer Kampf. Wir versuchen es einfach mal. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Oh Gott, er weicht aus, wir weichen aus. Wir treffen besser. Er trifft einmal, wir treffen wieder. Energie sieht bei uns schlechter aus. Seine AP ist dafür aber schon sehr weit runter. Ich kann mir vorstellen, dass wir zwei Kämpfe bestreiten müssen. Hier, oh Gott, das war ein scheiß harter Schlag für mich gerade. Oh, oh. Wir müssen treffen. Oh, das sieht nicht so gut aus für uns. Oh, oh, oh nein, er trifft es viel häufiger. Ich hoffe, dass es nur ein Kampf jetzt wird. Dann schaffen wir es vielleicht. Nur, was mache ich da mit dem Laser? Unaufhaltsam. Vielleicht setzen wir hier... Rohrschlag? Rohrrückenschlag? Wo ist denn hier Kinnhaken? Vielleicht nehme ich doch den einfachen Schlag. Oder, warte, habe ich vielleicht noch... ich nehme das hier mal rein mit scharfer Stich wegen Blocken bei ihm. Das macht das Blockmodifikator reduziert in den Schaden aktiviert, aber braucht mehr Energie. Nee. Trittverweigerförderung. Das sind alle Beinangriffe von 30. Weniger Schaden ein. Oh. Achso, sein Dings. Na, ja, wir versuchen es damit. Oder vielleicht hiermit? Ausdauer. Er hat schon viel Ausdauer. Wir nehmen das hier. Oh ja, oh, das ist gut. Macht richtig viel Schaden, aber unsere Energie ist futsch. Wie man gerade gesehen hat. Bums, fällt er um. Oh oh. Das ist gut. Noch einen Tritt bitte. Jawohl. Gewonnen. Aber natürlich wieder eine spärliche Belohnung. Toll, aber ich kann den Laser nicht zu Hause rumliegen lassen. Ich verstecke ihn lieber auf dem Dach. Okay. Und gebe ihn dann Doc zurück. Okay. Ich bin gerade total verwirrt.
Nee, Moment. Doc ist er hier. Bist du der Typ mit den Zaubertricks? Zauberei? Nein, nein, nein. Das ist Wissenschaft. Ich habe Tränke, die härter, besser, schneller und stärker machen. Jetzt brauche ich nicht. Die mische ich in meinem Keller. Sie ist, als wärst du blöd. Ich meine, mutig genug, um sie auszuprobieren. Nee, ihm klingt ja toll. Das will ich aber alles nicht wissen. Es gibt es. Das ist es. Es gibt natürlich ein paar Nebenwirkungen, aber es gibt nichts Schlimmes. Und ganz bestimmt nichts, was einen mutigen Typen mit dich auffällt. Ich will nur mit ihm reden. Dann wohl nicht. Auf nach Haus. Und endlich trainieren. Oh, was denn jetzt wieder? Laser, Katze glücklich? Kein Laser, Katze unglücklich. Gib den Laser zurück. Was? Ja, aber... Oh Gott. Hallo? Ja? Willst du deine Katze lebendig wiedersehen? Komm auf das Dach mit dem Scheinwerfer. Und bring den Laser mit. Oh, das war gemeint. Wenn du mein Kätzchen wehtust, bist du tot. Ach, weißt du mal, die Katze. Nee, das da. Okay, wir treffen uns auf dem Dach. Wie haben die nur herausgefunden, dass ich die dunkle Faust bin? Naja, ich sag mal so, die Verkleidung ist jetzt nicht so gut gewesen. Rette Fluffy, neues Ziel. Jo, aber mein Ziel ist es jetzt, die Folge für heute zu beenden. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar da lassen. Und um weitere Episoden nicht zu verpassen, dürft auch meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.